Mit dem Widebody auf Kurz- und Mittelstrecke. Das ist bei uns hierzulande wirklich eine Seltenheit. Jetzt plant die Lufthansa aber tatsächlich doch einige Strecken im Sommer mit dem Airbus A340, einige innereuropäische Strecken. Das ist eigentlich nicht normal. Dazu gibt es heute mal ein paar Infos und wir schauen uns einfach mal an, wie dieses ganze Thema Widebody auf Kurz- und Mittelstrecke eventuell zu anderen Zeiten oder bei anderen Airlines schon gehandhabt wurde oder auch immer noch gehandhabt wird. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also erst einmal zu den Neuigkeiten an sich. Man wird jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen auf einer kleinen Anzahl an Lufthansa Europa Flügen von Frankfurt aus den Airbus A340 finden. Und interessanterweise nicht nur den A340-300, sondern auch den A340-600, der vor einigen Jahren ja sogar noch das längste Passagierflugzeug der Welt war. Diese sehr interessante Maschine wird laut aktuellen Lufthansa-Informationen ab dem 1. Juli bis Ende Oktober, also ganze 4 Monate am Stück, immer montags mit der Flugnummer LH1232 von Frankfurt aus nach Wien unterwegs sein. Am gleichen Tag kommt dann noch die LH1168 dazu. Das ist die Strecke von Frankfurt nach Lissabon. Auch die wird man mit dem A340-600 fliegen können. Dann wird es am darauffolgenden Tag, also am Dienstag, noch einmal die Strecke nach Wien mit dem 340-600 geben. Die Strecke nach Lissabon wird man dann mit einem A340-300 fliegen. Und dann kommt noch am Mittwoch, am dritten Tag der Woche, die Strecke von Frankfurt nach Dublin dazu. Auch die fliegt man mit einem A340-300. Also ihr seht, es ist eine kleine Anzahl an Europaflügen, die aber interessanterweise eben mit einem vierstrahligen Langstrecken-Airbus durchgeführt werden. Und normalerweise sind auf diesen Verbindungen eben selbstverständlich Flugzeuge aus der Europaflotte der Lufthansa unterwegs. Und das sind nun mal Maschinen aus der A320-Familie. Da erlaubt sich durchaus die Frage, warum stellt man das jetzt hier und warum gerade diese bestimmten Flüge, warum stellt man die jetzt auf einen vierstrahligen Langstrecken-Airbus um? Ganz einfach, weil es gerade passt. Klar, das sind die Flüge zu den Stoßzeiten. Man wird sich hier sicherlich, so wie es gepasst hat, eben die Flüge rausgesucht haben, von denen man entweder erfahrungsgemäß weiß, dass sie sehr gut gebucht sind, beziehungsweise von denen man jetzt schon weiß, dass sie sehr gut gebucht sein werden, beziehungsweise man weiß einfach, die Dinger sind voll und da kann man ein größeres Flugzeug gebrauchen. Der A340-300 bei der Lufthansa ist entweder mit etwas mehr als 250 oder sogar mit bis zu 279 Sitzplätzen unterwegs, je nach Bestuhlung des Flugzeuges. Und ja, da fällt einem auf, dass es gar nicht mal so wahnsinnig viel mehr, als man auch in einem A320 an Sitzen finden könnte. Das sind maximal bis zu 100 Sitzplätze mehr und auch mit dem A340-600, der ja durchaus noch mal ein gutes Stück länger ist, da sieht es gar nicht unbedingt anders aus, denn da findet man bei Lufthansa etwas mehr als 300 Stühle drin. Ja, und das sind auch knapp 100 Sitzplätze mehr als im A321. Also der Unterschied ist da gar nicht so riesig. Das liegt selbstverständlich daran, dass an Bord dieser Langstreckenflugzeuge eine Langstreckenbestuhlung zu finden ist. Mit entsprechend 4 verschiedenen Buchungsklassen, zu denen natürlich auch jeweils ein entsprechender Sitz gehört. Und nur um das mal direkt vorwegzunehmen, die First-Class-Sitze im A340, die sind auf diesen Flügen zumindest in der ganz normalen Buchung erst einmal geblockt. Ob sie die Sitze dann wirklich freilassen, das weiß ich natürlich nicht. Kann gut sein, dass dort eventuell Statuskunden der Lufthansa hingesetzt werden, die dann für diesen Flug die Business-Class gebucht haben. Das kann man nämlich für diese Flüge durchaus. Man kann Business- oder Economy-Class buchen, genauso wie man das auch auf allen anderen Flügen der Lufthansa-Europa-Flotte macht. Kann. Aber gut, jetzt ist uns schon aufgefallen, der Unterschied zwischen den Flugzeuggrößen von der Sitzplatzanzahl her, der ist gar nicht mal so groß, weil es eben den Unterschied zwischen Kurz- bzw. Mittelstreckenbestuhlung und Langstreckenbestuhlung gibt. Und dann fällt uns natürlich direkt auf, damit kann die Lufthansa doch kein Geld verdienen. Und tatsächlich wird es wohl ziemlich sicher auch genauso sein, mit diesen Flügen wird die Lufthansa auch kein Geld verdienen. Davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen, denn das ist einfach nicht das passende Fluggerät. Aber ich habe es eben auch schon mal gesagt, die Flieger, die passten halt eben gerade auf diese Strecken. Solche Umstellungen auf größere Flugzeuge sind im Normalfall tatsächlich einfach die Folge einer nicht perfekt passenden Planung. Und das liegt nicht daran, weil die schlecht geplant haben, sondern weil es so flexibel, so schnell gar keine wirklich bessere Alternative gab. Hier hat man jetzt eine Möglichkeit gefunden, die Kapazitäten der Lufthansa-Flotte halbwegs optimal zu nutzen, sodass man am Ende des Tages keine Flüge irgendwo im Lufthansa-Streckennetz ausfallen lassen muss. Und das ist auch durchaus ein Vorteil. Langfristiger Plan ist sicherlich, die Flugzeuge innerhalb der Lufthansa-Gruppe, gerade auf den jeweiligen Europaflotten, so flexibel hin und her tauschen zu können, wie es gerade aus saisonalen Gründen am besten passt. Allerdings ist das jetzt wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Man kann davon ausgehen, dass alle Fluggesellschaften im Lufthansa-Verbund jetzt im Sommer selbstverständlich ihre eigenen Flugzeuge brauchen. Aber wie gesagt, langfristiger Plan sieht sicherlich so etwas vor. Jetzt haben wir aber eben schon gesagt, für uns Luftfahrtbegeisterte, die sich wirklich für solche Flugzeuge interessieren, ist das natürlich eine sehr interessante Möglichkeit, auch mal mit diesen Flugzeugen fliegen zu können, ohne dass man jetzt sich direkt
12.000 Kilometer über den Atlantik schießen muss. Allein die Tatsache, dass Lufthansa jetzt auf sicherlich gut ausgewählten Strecken den A340 einsetzen wird, auch wenn es dafür eventuell nicht das ganz optimale Flugzeug ist, allein das hat schon einen Reiz. Denn wo findet man jetzt noch ein Langstreckenflugzeug auf der Kurzstrecke? Das sieht man eher selten, vor allem hierzulande oder hier in der direkten Umgebung. Gerade in komplett Europa eigentlich kann man sagen, dass die Fluggesellschaften sehr gut mit den Standardrumpflugzeugen von Airbus und Boeing zurechtkommen. Die Fluggesellschaften sind mit den Maschinen aus der A320 bzw. 737-Familie hervorragend aufgestellt. Die Größe hat sich als passend erwiesen, bzw. hat man die Flugzeuge natürlich so gebaut, damit die Größe passt. Die Airlines sind damit sehr effizient, sehr sparsam und vor allem sehr flexibel auf allen möglichen, auf fast allen möglichen Europastrecken unterwegs, können damit auch gute Flüge bis nach Nordafrika anbieten. Dazu findet man bei den hierzulande beheimateten Fluggesellschaften an Bord ein ähnliches, nicht gleiches, aber ähnliches Produkt in Economy Class und auch Business Class bzw. Premium Klassen, wenn es sie denn gibt. Diese Bestuhlung bzw. das Produkt, das hat sich in den letzten Jahren natürlich bei den Fluggesellschaften nach den Wünschen der Passagiere immer weiter entwickelt, zu einer großen Anzahl an engen Sitzen, ohne eingebautes In-Flight-Entertainment-System, ohne viel vermeintlichen Gratis-Service, viele Sitze in einem Flugzeug und so weiter, damit man eben sehr günstige Tickets ermöglichen kann. Und wenn man seinen Blick jetzt mal über die Produkte der europäischen Fluggesellschaften schweifen lässt, dann findet man da doch immer recht ähnliche Bordprodukte vor. Aber gut, benötigt man jetzt auf einer bestimmten Strecke einfach mal etwas mehr Sitzplätze, dann lohnt es sich meist, hier einfach nochmal einen A320 zusätzlich einzusetzen. Die Flugzeuge sind genau dafür gebaut, sie operieren meist zumindest in Europa ganz automatisch in dem Bereich, für den sie wirklich erschaffen wurden. Ja, erste Unterschiede findet man dann schon, wenn man mal in Richtung Türkei schaut. Dort möchten viele Kunden etwas anderes, gerade auf bestimmten Strecken ist das sehr gewünscht. Hier zum Beispiel in Deutschland nimmt man das natürlich auch gerne an, sorgt dafür, dass Turkish Airlines sicherlich zu den Fluggesellschaften gehört, die mit das beste Bordprodukt in ganz Europa auf ihrer Europaflotte anbieten. Gleichzeitig versucht aber auch diese Fluggesellschaft auf den Flügen innerhalb Europas, innerhalb der A320-Familie zu bleiben. Das ließ sich in den letzten Jahren und Monaten bei Turkish Airlines ganz gut beobachten. Aber es gibt natürlich trotzdem noch Flüge, bei denen das anders ist. Eine 777 auf dem Weg nach London oder ein A330 auf dem Weg nach Düsseldorf. Das sind hier noch nicht die optimalen Lösungen, davon möchte man eigentlich weg. Obwohl ersteres, die 777 nach London, sicherlich allein aufgrund der Nachfrage an Premium-Sitzplätzen, an den meisten Tagen unter der Woche schon nahezu unumgänglich ist. Aber hier an dieser Stelle vielleicht nur mal kurz der Zusatz, damit das nicht falsch rüberkommt. Die Verbindung von Istanbul nach London, das ist auch mit der 777, das ist natürlich keine klassische Kurzstrecke. Das ist eine richtig stabile Mittelstrecke, da kann man auch durchaus mal ein etwas größeres Flugzeug einsetzen. Aber man kann es auch mit der A320-Familie fliegen. Tut Turkish Airlines mittlerweile auch zu einem großen Teil, zum Beispiel nach London Gatwick. Aber es ist eben in Anführungszeichen immer noch nicht die passende Umgebung für ein Langstreckenflugzeug wie die Boeing 777. Aber gut, schauen wir mal weiter, zum Beispiel in die USA, denn da waren Großflugzeuge auf Mittelstrecken, es war lange absoluter Standard. Das liegt aber vor allem daran, dass Inlandsflüge in den USA oft an der Grenze zwischen Mittel- und Langstrecke liegen. Mittlerweile ist es allerdings so, dass Standardrumpflugzeuge diese Grenze auf jeden Fall sicher überfliegen können und deswegen setzt man hier auch in der Gegenwart durchaus mittlerweile schon auf Standardrumpflugzeuge in den Inlandsflotten der großen amerikanischen Fluggesellschaften. So zum Beispiel bei American Airlines. Allerdings verlangen hier die Kunden auch ein etwas anderes Produkt, als wir das hier aus Europa kennen. Ein sehr viel mehr auf Premium ausgelegtes Produkt. So findet man beispielsweise an Bord des noch recht neuen Airbus A321 Transcontinental der American Airlines nur etwas mehr als 100 Sitzplätze. Und das sieht man hierzulande nicht. Also, was können wir uns bis jetzt aus der ganzen Geschichte rausziehen? Moderne Standardrumpflugzeuge geben den Fluggesellschaften mittlerweile heutzutage die Möglichkeit, wenig Kompromisse eingehen zu müssen. Und das ist eine gute Sache, denn Kompromisse, die kosten am Ende des Tages einfach Geld. Ein A340 auf der Kurzstrecke ist auf jeden Fall ein Kompromiss, kostet an den Stellen Geld oder zu viel Geld, an denen dieser Flug eben nicht so viel Geld kosten sollte. Aber gut, manchmal geht es eben einfach nicht anders. Es ist dem Muss an Flexibilität geschuldet und hängt natürlich an dieser ganzen Schnelllebigkeit innerhalb der Luftfahrt dran. Anderes Beispiel, Lufthansa setzte kurz nach der Air Berlin-Pleite auf der Strecke zwischen Frankfurt und Berlin die Boeing 747-400 ein. Und das nicht selten. Und das ist wahrscheinlich somit das beste Beispiel für ein Langstreckenflugzeug auf einer dazu nicht wirklich passenden Kurzstrecke. Am liebsten hätte die Fluggesellschaft ziemlich sicher einfach 10 A321 mehr auf dieser Strecke fliegen lassen. Aber diese Flugzeuge standen der Airline zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht zur Verfügung. Manchmal geht es dann aber auch wirklich nicht mehr anders. Bestimmte Flugverbindungen sind so massiv überlastet mit Passagieren, dass
dass man hier langfristig auf Großflugzeuge setzt, die dann entsprechend für diese Strecken angepasst werden. Flugzeuge wie die 747-400 in ihrer Domestic-Variante waren zwar nie ein wirklich großer Erfolg, aber es gab diese Maschinen und es lohnt sich, sich diese Flugzeuge mal anzuschauen, denn daran kann man ganz gut erkennen, welche Schwächen Großflugzeuge, Langstreckenflugzeuge, eigentliche Langstreckenflugzeuge auf der Kurz- und Mittelstrecke wirklich haben. Erst einmal die Effizienz. Die Boeing 747-400 in der Domestic-Variante konnte bis zu 660 Sitzplätze beherbergen. Das ist eine ganze Menge. Und das trägt natürlich dazu bei, dass die Kosten pro Sitz relativ weit runtergeschraubt werden können. Allerdings kann eine 747-400 in der Domestic-Variante auch mit so vielen Sitzplätzen nicht so effizient fliegen, fast aber nicht so effizient fliegen wie ein Standardrumpflugzeug aus dieser Zeit. Dazu musste die eigentliche Boeing 747 erst einmal mit einem verstärkten Unterbau, jetzt mal ganz einfach gesagt, ausgestattet werden, um dieser hohen Anzahl an Starts und Landungen standhalten zu können. Langstreckenflugzeuge sind eben dafür gebaut, dass sie viele Flugstunden abreißen können am Stück, das Ganze dann aber mit relativ wenig Starts und Landungen dazwischen. Bei Standardrumpflugzeugen, die für entsprechende Kurz- und Mittelstrecken gebaut werden, ist das selbstverständlich genau andersrum. Also auch hier ein nicht zu unterschätzendes Maintenance-Thema. Der Flugzeughersteller Boeing verkaufte auch tatsächlich nur 19 Flugzeuge von dieser speziellen 747-Variante. Das ist nicht wahnsinnig viel. Größtes Manko ist dabei sicherlich die fehlende Flexibilität. Gleichzeitig größter Vorteil einer A320 bzw. 737-Familie auf entsprechend nachgefragten Kurzstrecken. Die Kunden wünschen sich am besten einen Flug zu jeder vollen Stunde oder am besten auch zu jeder halben Stunde, einfach so wie Busfahren. Bedeutet für uns, wirkliche Langstreckenflugzeuge findet man selbstverständlich sehr selten auf Mittel- bzw. Kurzstrecken. Umso schöner für Leute wie uns, dass es so Aktionen wie mit dem A340 der Lufthansa auf diesen Strecken, dass es das immer mal wieder gibt. Eine kleine Anmerkung zu der ganzen Sache aber noch, es gibt sogenannte fünfte Freiheit-Flüge. Die fünfte Freiheit in der Luftfahrt ermöglicht die Beförderung von Passagieren bzw. Fracht zwischen zwei fremden Staaten, wobei Start- oder Endpunkt eines von beiden muss im Heimatland der Fluggesellschaft liegen. Beispiel dafür LATAM auf der Strecke Madrid-Frankfurt. Die Maschine geht selbstverständlich danach nochmal weiter ins Heimatland in Richtung Südamerika. Buchen könnt ihr aber selbstverständlich auch nur die Strecke von Madrid nach Frankfurt mit, zurzeit zumindest mit der Boeing 787. Also auch das, diese fünfte Freiheitflüge, das bringt nochmal einige interessante Langstreckenflugzeuge auf vergleichsweise kurze Strecken, weil es sich für die Fluggesellschaft aus logistischen, organisatorischen Gründen wie auch immer einfach lohnt, diese Strecke da nochmal hinten dran zu hängen. Im Internet gibt es verschiedene Auflistungen dieser sogenannten fünften Freiheitflüge. Da kann man einfach mal drauf schauen, das lohnt sich wirklich. Da findet man eventuell einfach mal eine ganz nette Alternative für den Urlaubsflug nach Spanien oder sowas, eben mit einer Boeing 787 anstatt mit einem A320. Das ist ja mal eine ganz interessante Sache. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid, heute bin ich ein bisschen durcheinander, bin ein bisschen müde, früh aufgestanden. Und wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich wie immer über Feedback zum Video und dann bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.